Ja, liebe Patienten, Freunde, Mitstreiter, viva la Revolution. Nein, wir beruhigen uns jetzt wieder. Dreht sich das um Folgendes. Es geht ja um die gestern schon angesprochene Schutzschrift. Die Idee einer Schutzschrift ist, sich davor zu schützen, ungerechtfertigt angegriffen zu werden. Das heißt aber nicht, wenn man so eine Schutzschrift beantragt, dass man dann auch nichts zu befürchten hat. Man sollte seine Position erkennen. Wenn im Netz jemand rumpoltert und sagt, ich schicke dir demnächst eine Einstweilige, weil du große Schnauze hast oder irgendwie mich als Arschloch ständig titulierst, dann wäre jetzt die große Preisfrage, wenn ich eine Schutzschrift verfasse, gegen was soll die mich denn jetzt genau schützen? Dass mein Gegenüber, also der, der sich da als Arschloch tituliert, sagt, ich will mir das nicht gefallen lassen, dem ziehe ich den Zahn, das lässt er gefälligst bleiben. Das ist ja ein Schutzbegehren, was über die Persönlichkeitsrechte und über Strafrechte ja ganz klar geregelt ist. Niemand muss sich da als Arschloch titulieren lassen oder als Rattenbande oder sonst irgendwas. Ne? Da gibt es ja die ulkigsten Sachen, wogegen man sich hier schützen kann mit irgendwelchen einstweiligen Verfügungen. Zum Beispiel auch, wenn man selber ein Gewaltproblem hat, aber der Meinung ist, andere Leute da an der Kette legen zu wollen. Ja, ist mir persönlich auch schon passiert, die meisten wissen das ja. Das System Schutzschrift würde ja theoretisch eigentlich nur Sinn machen, wenn man ein berechtigtes Interesse hat. Jetzt ist die Frage, liegt das hier vor? Wenn ich jemanden Monate und Jahre lang stalke, mobbe, verfolge, kommerziell ausbeute, beschimpfe, verunglimpfe, beleidige aufs Tiefste, also mit allem, was er tut, wenn ich das Ganze noch kommerziell mache, vor was soll mich diese Schutzschrift am Ende schützen? Vor bestraft werden? Nein. Das Einzige, was die Schutzschrift verhindern würde, wäre, dass eine einstweilige Verfügung vor Prozess erlassen würde. Das wäre der einzige Sinn. Also man spart da 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen im günstigsten Fall, wo keine einstweilige Verfügung erlassen wird, sondern dann kommt ein Gerichtstermin, je nach Allbedürftigkeit. Die sind da relativ schnell und dann wird das sowieso geklärt. So oder so. Wenn man, sagen wir mal, so ein Schippenpauli ist, vom Habitus ein bisschen unterbelichtet durch die Gegend rennt und der Meinung ist, mein Kumpel ist Rechtsanwalt, weil der im Wikipedia mal was gelesen hat, das ist total wichtig, wer im Wikipedia mal was gelesen hat, der ist so, ist wie ein Rechtsanwalt. Das ist eine ganz tolle Sache. Komm, ist doch selbsterklärend, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Egal, wir haben ja die ulkigsten Sachen. Auf jeden Fall gibt es hier eine Schutzschrift, die will ich euch noch vorlesen, die gehen wir jetzt mal gemeinsam kurz durch, eine Schutzschrift. Also, das geht an das Amtsgericht in Rheinbach auf der Schweigelstraße 30 in 53359 Rheinbach. Wir haben bei Schutzschriften übrigens, erzähle ich einfach besser nicht. So, auf jeden Fall, warum hinterlegt er die am Amtsgericht? Das ist aber völliger Quatsch. Wir haben bei Vergehen im Internet, bei einstweiligen Verfügung, den sogenannten fliegenden Gerichtsstand. Fliegender Gerichtsstand. Das heißt, die Beleidigung ist ja im gesamten Bundesgebiet, in ganz Europa, auf der ganzen Welt ist es ersichtlich, einsehbar, verfügbar. Und deswegen gibt es keinen festgesetzten Standpunkt, wo man seine Klage einreichen muss. Also man könnte die auch in Bonn einreichen, in Köln, in Düsseldorf, in München, in Berlin, in Hamburg, wo auch immer man gerade Lust hat. Da wäre dann das zuständige Gericht. Die könnten, wenn sie lustig sind und da gerade Bock drauf haben, sagen, ja, Kläger und Beklagte sind beide aus Nordrhein-Westfalen, macht irgendwie keinen Sinn, dass wir uns in Hamburg hier mit der Scheiße rumprügeln müssen. Wir verweisen das an das zuständige Land- oder Amtsgericht in der Region der Kläger oder des Beklagten. Das kann passieren, ist aber trotzdem relativ selten.
weil die Amts- und Landgerichte natürlich bei dieser Art von Streitigkeiten immer gerne die Knete mitnehmen. Es geht ja immerhin um 12,8% Gerichtskosten vom Streitwert. Ne? Klage ich für 100.000, reiche ich also eine Klage ein mit einem Streitwert von 100.000, ne? Also der Schaden ist wieder 100.000, dann kriegen die mal eben 12.800 Euro Gerichtskosten. Übrigens, je nachdem, wo ich dann lande, bei einem Amtsgericht ist es ein bisschen günstiger, aber beim Landgericht ist es ein bisschen teurer. Da ist nämlich Anwaltspflicht. Die Anwälte kriegen dann übrigens auch nochmal 12,8%. Und zwar beide, jeder. Das heißt, wir sind also bei 12,8 plus 12,8 plus 12,8 bei fast 50% Anwalts- und Gerichtskosten vom Streitwert. Das heißt, bei 50.000 Euro sind 25.000 Euro weg. Es steht nur noch nicht fest, wer die bezahlen muss. Aber wahrscheinlich der Beklagte, denn sonst gäbe es ja keinen Grund, dass er da be- oder verklagt wird. Also das sind nur die Anwalts- und Gerichtskosten. Und wir sind hier noch einmal, das ist kein Zivilverfahren in dem Sinne, wo man jetzt sagt, der hat mir das Auto kaputt gekratzt, der muss auch noch die Tür löhnen, sondern hier geht es nur um die Anwalts- und Gerichtskosten. Zu diesen Kosten haben wir aber noch eine zweite Kostenfalle. Du wirst also im normalen Leben, es gibt zwei Optionen. Du gehst also hin und sagst, ich hätte gerne Prozesskostenhilfe, weil ich eine arme Sau bin. Dann kriegst du den Beratungsschein, kannst zum Anwalt dackeln, der macht auch soweit die Schriftverkehrgeschichten fertig. Der kriegt dann nochmal, glaube ich, 180 Euro, kriegt er nochmal hier von der Staatskasse für seine Bemühungen, also 200 safe. Aber wenn der mit dir nach Hamburg fahren soll, ist das Erste, was der dir sagt, kannst direkt schon mal vorne einen Tausender oder zwei einzahlen. Weil sonst machen die das nämlich nicht. Ne? So, das heißt, wir haben also zu den Kosten, die uns da bei Gericht erwarten, ja immer noch auch noch das Problem, dass uns hier so ein gieriger Anwalt auch noch die Kohle aus der Tasche zieht. Und zwar meistens zum Zeitpunkt, wo man gerade vielleicht auch gar nicht so finanziell gut aufgestellt ist. Ne? Wenn man zum Beispiel auf YouTube gerade mal 1.000 Euro verdient hat oder im Internet und aber eigentlich 4 braucht, ist das doof, ne? So. Auf jeden Fall ist jetzt Depridiek der Meinung, er kann sich mit einer Schutzschrift erstmal hier aus der Abteilung Haftung stehlen. Es gibt jetzt schlaue und dumme Menschen. Das könnt ihr gleich selber beurteilen, ob das schlau oder dumm ist. Ich werde das ein bisschen kommentieren, weil ich halte das für ziemlich blöd, was der da geschrieben hat. Der hat das vorab sogar schon per E-Mail geschickt. Total clever, ne? Dann kannst du das, weiß ich nicht, ob du das zurücknehmen kannst, aber es spielt keine Rolle. Ich denke mal, das werden die trotzdem zur Akte abheften. Und auf jeden Fall hat er mit der Nummer natürlich den kompletten Gerichtsflur zum Lachen gebracht. Also so einen Schrott kriegen die auch nicht jeden Tag. Ne? Also, es geht an das Amtsgericht, dann hat er vergessen dabei zu schreiben, wer er selber ist. Da kommt normalerweise auch noch kurz da rein, ich heiße Dirk, ich bin ehemaliger Baggerfahrer, Geschäftsführer. Und meine Frau ist auch schon. So. Die Adresse fehlt dann. Dann geht's los. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit reiche ich eine Schutzschrift aus gegebenen Anlass ein. Ich weiß nicht, ist da noch ein Punkt hinter? Ich glaube nicht. So, okay. Ein Herr Sternchen, Marco Weiß, wohnhaft. Wird man übrigens dann klein schreiben, nicht groß. Wohnhaft unbekannt, wahrscheinlich Mülheim, aktuell aber nicht polizeilich gemeldet, / obdachlos, meine Annahme. Okay, wie geht der Satz jetzt weiter? An der Stelle geht er nämlich nicht weiter. Dann ist irgendwie Sinn. Ich weiß gar nicht, was der Marco Weiß, der ist obdachlos, der ist polizeilich. Naja, gut, haben wir schon mal auf jeden Fall so eine Information. Okay, was will er uns damit sagen? Keine Ahnung, wenn der Bürgergeld Marco Weiß jetzt vom Amt in Mülheim Stütze bekommt oder von irgendwo anders, dann ist er auch polizeilich irgendwo gemeldet. Sonst geht es nämlich nicht, weil das steht nämlich im Ausweis drin. Und du kannst nicht in Erfurt Stütze beantragen, während du in Mülheim wohnst. Also das ist irgendwie, also zumindest gehe ich davon aus, dass das nicht so ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Gemeldet. Obdachlos, meine Annahme, Punkt. Erhebt schwere Vorwürfe gegen meine Person, Punkt. Was auch immer er damit sagen will. So, Herr Stern Weiß ist ein sogenannter, selbsternannter Künstler und Adliger, welcher auf der Internetplattform Facebook, aber auch TikTok
Bigo und anderen in Erscheinung tritt. Herr Stern Weiß ist auf jeder Plattform ausschließlich als beruflicher Künstler, Fragezeichen, nein, sagen wir Streamer, präsent. Punkt. Seine Reichweite beträgt mehrere 10.000 Menschen. Punkt. Nun gibt dieser Herr Stern Weiß dort Informationen ab, welche sicher für viele Menschen gefährlich sind. Punkt. Was denn zum Beispiel, warum man essen kann, aber Cola trinkt oder ich habe eine neue Playstation gekauft. Okay, alles klar, total, boah, schlimm, Marco. Marco, mach das nicht, trink keine Cola mehr. So, die sind also gefährlich, was der da abgibt. So, sicher für viele Menschen gefährlich sind, Punkt, Punkt, übertriebenes Essverhalten, immer mit dem Hinweis, dass er sich operieren lassen möchte, Beleidigung, also ohne Punkt, Komma geschrieben, ne, Beleidigung von Menschen, Komma, Drohungen bis zum Mord, Ausrufezeichen. Okay. Ausrufezeichen. Und gibt öffentlich Betrug zu, zum Teil auch an dem Staat durch Sozialleistungen und auch zum Beispiel Prozesskostenhilfe. Jetzt schreibt man ein bisschen sagen. Ja, witzig. Dies nun schon seit vielen Jahren. Nö, also ich wüsste jetzt nicht, dass der seit vielen Jahren Sozialleistungen bekommt. Das ist doch relativ neu, oder? So, aber es spielt auch keine Rolle, ne? Dann kommt der Umschwung. Ich selber bin Streamer auf YouTube und berichte regelmäßig über diese Unsitten in Form von sogenannten Reactions. Reactions, kein Punkt, kein Komma. Das gefällt Herrn Stern Weiß nicht. Und er wurde aktuell genötigt, Komma, nahezu erpresst, Klammer auf, da es auch um Gelder geht, Klammer zu, eine einstweilige gegen mich zu erwirken, Ausrufezeichen. Damit meint er wahrscheinlich mich, ne? Dass der Marco, habe ich dich erpresst? Marco, du musst, Marco Weiß, du musst unbedingt, das musst du klarstellen, dass ich dich nicht erpresst habe, ne? Das ist total witzig, ehrlich. So, da es auch um Gelder geht, gegen mich zu erwirken. Dies möchte ich selbstverständlich verhindern, Komma, daher Stern Weiß aufgrund seiner Reichweite und der theoretische Meinungsbeeinflussung von einer hohen Zahl an Menschen gegeben ist. Der sagt das geil. Dies möchte ich selbstverständlich verhindern, Komma, daher Weiß aufgrund seiner Reichweite und die theoretische Meinungsbeeinflussung von einer hohen Zahl an Menschen gegeben ist, Komma, eine Person des öffentlichen Interesses ist und somit eine Kritik an seinem Tun, das schreibt man ein bisschen groß, Tun, auch gerechtfertigt ist. Nötigung, Bedrohung, auch gegen meine Familie, versuchter Betrug, verbotenes Glücksspiel, Erschleichen von Sozialleistungen, Geldwäsche und andere Punkte sind auch schon in Anzeige gebracht worden. Ich bitte und beantrage daher einen eingehenden Antrag auf Erlass eine einstweilige Verfügung abzulehnen, also nicht abzulehnen, so ein Wort, sondern abzulehnen oder zumindest nur mit voriger Verhandlung in Betracht zu ziehen. Es gibt dann nur die Verhandlung. Ne? Mensch, damit dann der Herr Stern Weiß Marco genötigt, finde ich total witzig. Wer nötig? Mensch, da muss er nicht aber da brauchen wir jetzt erstmal ein Kippchen drauf, ne? Der Marco wird genötigt. Oh, das gibt er. Ne? So, ihr seht ja selber anhand der Schreibe, wie es um den geistigen Zustand vom Verfasser steht. Das ist schon witzig jetzt mal, ohne Scheiß. Der schreibt ja, wie er denkt, ne? Wir haben es ja immer vermutet, aber das ist jetzt der Beweis, ja. Sei ein ganz besonderer Künstler.
So, was haben wir denn jetzt rein faktisch? Nix. Also wir haben hier den kleinen Spaten Pauli, der hat natürlich Muffe, der hat eine Einzel-E kriegt und seinen Maulkorb, den wird er so oder so bekommen. Ne? Den wird er so oder so bekommen. Der Tag, als die Einzweilige dann kam, die Welt ging unter. Am Tag, der mir die Laune nahm. Und früher war ich auch schon nicht munter. Das war ein scheißiger Tag, weil ich euch das in meinem Video sag. Nee, das ist schon witzig. Es gibt ja keinen konkreten Vorwurf. Es gibt ja nichts, wovor er sich schützen will. Das Ganze, was er da geschrieben hat, ist im Prinzip die Erklärung aus der Sicht eines Kindes, wie schlimm und böse die Welt zu ihm ist und dass seine sozialen Bemühungen, andere Leute zu beleidigen, bedrohen, erpressen, in die Schnauze schlagen, bis ich keine Pelle mehr auf der Pfote habe, über Leichen hinwegtreten, wenn du mal kurz zum Sterben liegst, ne, mach dir keine Sorgen, wir stiefeln dann über dich weg. Attentat Dresden, also wir hatten ja wirklich nur alles schon hier, was die lustige Bande der Verbrecher da so alles treibt. Und der beschwert sich jetzt gerade, dass er Angst hat, dass er eine einstweilige Verfügung kriegt. Oh, das ist witzig, finde ich gut. Das ist total lauer, ehrlich. Bei Gericht und gerade bei den Amts- und Landgerichten geht es bei den einstweiligen Verfügungen um ganz simple Geschichten. Hat Person A, Person B etwas getan? Zum Beispiel gesagt, du bist ein Arschloch. Ja oder nein? Punkt aus. Es geht nicht darum, wieso, weshalb, warum. Oder ein anderer gesagt hat, das kannst du ruhig machen, wir haben das auch schon gemacht, der wehrt sich nicht und der ist doof und Sozialbetrüger, deswegen darfst du zu ihm trotzdem nicht Arschloch sagen. Oder du darfst ihm nicht sagen, du bist Schwuler und scheißt dir nach dem Sex anschließend noch ins Bett oder pullerst da rein. Alles schon geschehen. Also wir haben ja einen ganz bestimmten YouTuber, Onkel Depredirk, der hat ja schon ganz viele solche Sachen da unters Volk geschmissen und ist der Meinung, dass der das in seiner Sozialkompetenz auch verantworten kann. Nein, kann man nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass der gescheiterte Unternehmensberater das halbe Internet leer geklaut hat, um seine Karriere da vorwärts zu bringen. Monatelang jedes Video, was erschienen ist, bei sich abgespielt hat, kommerzialisiert hat, darauf Werbung kassiert hat, darauf Kohle kassiert hat, darauf sich ein feudales Leben finanziert hat, auf dem Nacken von einem anderen, darum geht es noch gar nicht. Also wir sind auch nicht im Bereich Schadenersatz, wir sind auch nicht im Bereich Klage etc. Das ist ein zweiter Schuh. Bei der einstweiligen Verfügung geht es um den Maulkorb. Da geht es um die Entscheidung. Nein, das, was der da getan hat, der Typ aus Rheinbach, das geht nicht. Also jemand als Schwein zu titulieren, in welcher Umgangsform, in welcher Sprachform auch immer das formuliert ist, das muss sich niemand gefallen lassen. Auch Schweine Morelli ist eine ganz klar eine diffamierende Geschichte. Wir sind auch nicht im Bereich Strafrecht. Also es geht hier noch nicht um üble Nachrede, Verfolgung, Stalking, Mobbing, Doxing, um all diese ganzen Geschichten. Das ist dann der dritte Schuh. Ne? Also wer Schuhe braucht, es gibt genug, die passen. Da muss man sich hier keinerlei Sorgen machen. Da wird sich schon was finden und da werden wir den Marco auch ordentlich mal unterstützen. Ne? Da, ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Wenn die einstweilige Verfügung auf dem Tisch liegt, dann geht das alles zack, zack, zack. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und dann werden wir aus Rheinbach unter Tränen werden wir erleben, wie da jemand um seine Fassung ringen wird. Ne? So, es gibt dann auch noch den zweiten Teil, der dann folgen wird. Es geht dann ja darum, dass Mr. Großschnauze Schippen Pauli mal die Buchse runterlassen wird, wie finanzstark er denn jetzt aktuell so ist. Vielleicht kann ja Herbert oder Barbara da ein bisschen helfen. Ansonsten werden wir hier die Meldung wahrscheinlich übers Netz raushauen müssen, dass der arme Mann die Finger gehoben hat und selber gerade Bürgergeld bezieht, ne, weil nicht mehr geht. Weil wenn der Gerichtsvollzieher kommt und sagt, ich hätte mal gerne die Gerichts- und die Anwaltskosten hier in Höhe von, dann wird entweder gelöst, da gibt es auch keinen Ratenvertrag, das kannst du mal ganz schnell vergessen. Ne? Und selbst das wäre eine Nachricht, das wäre doch hier schon eine Sondersendung wert, muss man doch tatsächlich sagen. Also da sieht es schlecht aus und schmeckt aus. Ja, da sind wir schwer gespannt. Man kann das relativ einfach zusammenfassen. Der Typ hat den Bogen komplett überspannt. Und ich meine jetzt nicht den Marco Weiß. Der hat den Bogen auch überspannt, aber er ist ja nach wie vor Opfer. Das muss man einfach mal knallhart sagen. Niemand muss sich gefallen lassen, dass seine Videos ständig
genommen, ausgeräumt, kommerzialisiert werden. Es wurde jetzt die Tage noch das Argument gebracht, ich sollte mich mal bei der Kanzlei WBS informieren. Da ging es doch irgendwie um eine Nutte, um Seite 3, irgend so eine Scheiße aus Hamburg, was weiß ich, irgend so ein Kindergartenkack. Da wurde die Kanzlei WBS genannt. Ich habe die Datei, wie komme ich denn jetzt auf Datei, meine verdammte Scheiße? Ich habe die Kanzlei WBS mehrfach erwähnt. Auf die Seite von WBS gehen, dort oben rechts in das Suchfeld, das ist so eine kleine Lupe, pupp, einmal drauf, kurz eingeben, Reacts. Und dann landest du bei einem Video, wo der Herr Solmecke erklärt, dass du dir deine Reactions querlang gerollt, digital ausgedruckt in den Arsch schieben kannst. Es gibt es nicht. Es gibt nicht das Recht, andere Werke zu nehmen und stundenlang durch den Dreck zu ziehen. Das ist eine moralische Frage. Man kann ja auch nicht einfach die Muppet Show da zusammen klauen, nur weil man gerade nichts im Schädel hat. Ne? Ich brauche unbedingt einen 3.500 Euro Rechner. Ich habe total gute Ideen. Ja, wird denn das schwarze Loch fotografieren oder was? Ja. In Full HD, schwarze Loch in Full HD, ne? Es wird bezaubernd. Ja, das ist halt so. Es gibt die Möglichkeit, wie ich das hier mache, indem man sagt, ich setze mich hier mit einer bestimmten Themenlage auseinander, die aufgrund von einem Screenshot, so einer eigenen Scheiße, die er da irgendwo in der Gegend rumgeschickt hat, basiert und gibt dann meine Meinung ab. Das kann man tun. Das ist ein Rant. Ich kann aber nicht das jetzt hier einblenden, auf dem seine Fresse hier irgendwie in einer total beschissenen Position noch dazu packen und sagen, guck dir Depri Schüttendirk an. Ja, also es geht ja nicht darum, den schlecht zu machen, es geht nur darum, das schlecht zu machen und aufzuklären, was er Schlechtes tut. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ne? Also da lege ich schon Wert drauf. So nicht, Freunde. Ne? Ja. Das Ding geht auf jeden Fall in die Buchse. Also mal ganz davon abgesehen, ich habe ja einige Verfahren schon vor Amts- und Landgerichten gehabt in Sachen einstweiligen Verfügung. Leute, das, was bei Mr. Muppet Show im Kinderhirn vor sich geht, ne, das ist überhaupt nicht deckungsgleich mit der Realität. Du marschierst da rein, an den Landgerichten kannst du übrigens nur, darfst du dich neben deinen Anwalt setzen, ansonsten darfst du die Fresse halten. Und wenn der Richter irgendeine Frage an dich hat, dann kann dein Anwalt antworten. Also es geht dann über einen Anwalt. In Düsseldorf ist das zum Beispiel am OLG, da steht man noch am Pult. Ne, damit die Sachen, wenn die da verhandelt werden, die auch schon mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden gehen, da bleiben beide Anwälte direkt nach Eröffnung der Sitzung an ihrem Rednerpult stehen. Da wird sich nicht hingesetzt, da gibt es keine Kaffeepause, da kannst du nicht die Beine dir vertreten, also du bleibst da so lange stehen, bis die Sache hier ausdiskutiert ist. So ist das da zum Beispiel geregelt. Ne? Das ist so richtig Oldstyle. Ne? War ich übrigens dreimal. Es kann sein, dass der Richter dich persönlich anspricht, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist so, dass der Richter deinem Anwalt eine Frage stellt, der dolmetscht das eben zu dir rüber. Das heißt, jeder hört, was du sagst, aber der Anwalt muss es trotzdem sagen, damit es gerichtstauglich ist. Das ist halt so. Als Zivilist hast du da nichts zu melden. Ne? So, deswegen gibt es ja die Anwaltspflicht. An den Amtsgerichten, die haben eine Besonderheit. Also die Amtsgerichte, die können die sogenannten salomonischen Urteile fällen. Da geht es also nicht immer nur um Rechtsprechung. Es geht nicht immer nur um den Wortlaut der Gesetze, indem man sagt, ja, es steht da, also machen wir das auch so. Sondern es geht da auch ganz, ganz oft um den sogenannten sozialen Frieden. Der Richter ist also immer als Manager, Streitschlichter, auch ein bisschen bemüht, eine Situation oder ein Urteil zu erzeugen, was jetzt nicht unbedingt super gerecht ist nach dem Wortlaut des Gesetzes, sondern den sozialen Frieden versucht herzustellen, dass diese Parteien auseinandergehen können, ohne sich direkt draußen wieder totzuschlagen. Das ist dann so eigentlich so mehr die Mission Amtsgericht. Ne? Deswegen sind auch Urteile von Amtsgerichten immer Individualurteile, die jetzt für diesen einen Fall gelten, während die Urteile von Landgerichten und von OLGs in der gültigen Rechtsprechung Berücksichtigung finden. Jedes einzelne Urteil, jedes verschissene einzelne Urteil. Manche sind für die Bundesländer nur zuständig, also wenn es in Hessen geklagt wurde, kannst du dieses Urteil dann auch nur in Hessen als Beispiel bringen. Das würde in Nordrhein-Westfalen erstmal nicht gehen, außer der Verlag C.A. Beck bringt das in der aktuellen Rechtsprechung als Beispiel. Oder irgendjemand hat das vom Verfassungsgericht nochmal überprüfen lassen, dann gilt das
komischerweise oder Gott sei Dank für die gesamte Bundesrepublik. Ne? So. Ist eigentlich Rechtsprechung, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es ausprobiert, allerdings auf der falschen Seite. Ja, aber wie gesagt, man hat ja trotzdem so ein bisschen Erfahrung. Ne? Diesen Kinderroman, den der da geschrieben hat, das ist ein super gutes Schuldeingeständnis. Du solltest noch viel mehr von diesen Dingern durch die Gegend schicken. Schutzschrift. Der schickt eine Schutzschrift raus und macht ein Schuldeingeständnis draus. Alter, besser geht's überhaupt nicht. Also ist egal. Geh mal mit deinem Computer, Laptop, externen Festplatte, gehst mal zum Gericht, da wirst du ihn feststellen, das interessiert keinen Menschen. Weder, was der Marco gefressen hat, weder wie der aussieht, ob der sich da als Schwuler an einer Stange rumregelt, ob du den zum Kotzen findest oder nicht. Du hast den einfach nicht zu beschimpfen, du hast dem seine Sachen nicht zu klauen und du hast den nicht Schweinemorelli zu nennen. Weder Schwein, Drecksau. Es waren ja viele, 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 viele Beleidigungen schon dabei. Ne? Das sind die sogenannten Ausrastermomente, die Debre Dirk dann immer hatte. Ne? Das hat ihm wieder ein paar Klicks mehr gebracht. Und ja, aber die kommen ihm hinten raus jetzt eben alle teuer zu stehen. Die Videos auf Debre Dirks Kanal sind ja fast alle weg, aber die sind ja trotzdem noch in Umlauf. Ne? Alles gesichert. So sind die Regeln, so wird das gespielt. Ne? Ja, und ob irgendjemand übrigens den Marco zwingt oder streichelt und es immer sagt, Marco, mach doch mal eine einstweilige, oder dem ins Ohr säuselt oder dem 500 Euro Prozesskostenhilfe finanziert, ändert am Ergebnis nichts. Wenn der eine einstweilige macht, macht er eine einstweilige. Aus welchem Grund interessiert keinen die Bohne. Nicht die Bohne. So einfach ist das. Ne? Ja, so, meine 5 Cent zur Depri-Dirk-Schutzschrift. Ich habe selten so einen Käse gelesen. Ich wollte aber erst, wollte ich gar nicht dran, ich habe erst gesagt, komm, ey, das ist schon so bescheuert. Alter, willst du echt eine halbe Stunde für opfern für diesen Kernschrott? Dann habe ich ein paar Tage jetzt drüber geknackt. Ich bin ja aber der Knacki und das Ding ist ja vom 11.10. Und jetzt haben wir heute mal den 14. Ich habe mal eine Nacht zwei drüber geschlafen und das ging mir nicht aus dem Kopf. Das ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Das hat der nicht wirklich getan. So bescheuert kann der gar nicht sein. Also entweder hat der kleine Hesse ihm das vorgeschrieben oder die Nutte oder irgendeiner sonst. Aber auf jeden Fall, egal wer das war, Leute, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Vielleicht war das ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Ne? Keine Ahnung, der Wurstlieferant. Ich komme rum, ne? Lass uns grillen. Bist ja auch gerade ein bisschen arm. Ich mache den guten Preis für mein Fleisch. Ne? Weiß ich nicht, wo ist das? Anzeige ist raus, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Unter all meinen Videos gibt es ja auch noch die Option Dollarzeichen. Ihr könnt also jederzeit, wenn ihr das geil gefunden habt, auch sagen, in die Kriegskasse, ne? Jetzt vielleicht sollten wir mal eine Kriegskasse machen, finde ich. Ist ja überall gerade Krieg, ne? Russland, Ukraine, Israel. Ich glaube, Afghanistan, die schießen auch schon wieder, ne? Das ist überall alles scheiße, ne? Ja, ihr könnt, wie gesagt, also fördert meine Videos. Ich bin YouTuber. Warte mal, was bin ich denn noch? Ich krieg Sozialleistung. Naja, ist aber nicht so dolle, ne? Ja, aber meine Frau hat ein bisschen Geld, ne? Der kommt das Ganze zugute. Hier unten ist irgendwo so ein Dollarzeichen, da kannst du drauf drücken. Schick's einfach irgendwas, kommt schon an bei der nächsten Abrechnung für Blondie, für Eva, ne? Sehr gut. Und wir bleiben in Kontakt, ob ihr wollt oder nicht. Euer Knacksack. Gut gelaunt wie immer.